Der normannische Palazzo entstand auf den Türmen eines noch älteren Gebäudes, das im 11. Jahrhundert wieder aufgebaut wurde. Die Lehnsherren, die sich im Laufe der Zeit ablösten, zuerst die Familie Falcone im Jahr 1187 und 8 Jahre später die Familie Gentile, konsolidierten und weiteten die Festung aus. 1556 war das Gebäude nicht mehr nur eine militärische Festung, sondern er wurde dank den neuen Eigentümern ein echter Adelspalast. Es handelte sich um die Familie Squarciafico, sie waren adlige Genueser Banker, die durch Handel zu Reichtum gekommen waren. Sie ließen das aktuelle Eingangsportal bauen, das die Zugbrücke ersetzte. Die monumentale Fassade wurde dagegen zur Jahrhundertwende des 16. Jahrhunderts von der Familie Pinelli-Pinatelli restauriert. Die Fenster und die Balkone wurden auch im Barockstil reich verziert. ...1927 entschied die Marchese Anna Ravascheri Pinelli-Pinatelli, das gesamte Gebäude den Klosterbrüdern des Ordens der Maria der Schmerzenreichen zu schenken. Seitdem ist das Gebäude nicht mehr in Eigentum der Adelsdynastie Pinelli-Pinatelli.